So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go in Meiningen. Da geht irgendwo ein Raid auf mit Regigigas, beziehungsweise ist schon aufgegangen. Ich muss extra die letzte Zeit nehmen, die es gibt, weil ich ja immer nie weiß, wo ist das denn, wie sieht es da aus? Es ist so groß, so weitläufig. Ich habe jetzt 10 bis 20 Minuten gebraucht, um mit dem Auto überhaupt hierher zu fahren. Das ist das Muttertier. Die hat hier Brötchen mitgebracht. I love you more. Das möchte ich jetzt essen. Die habe ich nämlich abgeholt. Hallo. Weil gestern war der Tag, da ist der kleine Habanero Hess geboren. Heute muss ich nachmittags zum Krankenhaus. Vorher schnell den Community Raid machen irgendwie. Hab das Muttertier abgeholt. Die will ein bisschen zu Hause helfen und die Wohnung auskundschaften und schon mal Vorbereitungen treffen, wenn Pupsi dann wieder heimkommt. Wir suchen jetzt die Arena und machen den Community Raid mit Regigigas, zeigen euch dann Konda, zeigen mal, was ich so hab, wie meine Regigigas Ausbeute bisher ist. Aber jetzt muss ich hier irgendwo auf dieser Kreuzung die Arena suchen. So, guckt euch mal dieses schöne Gebäude an. Das ist nicht die Arena. Wir müssen nämlich hier irgendwo langlaufen und die Arena suchen. Das Gute ist, hier vorne ist irgendwie eine Baustelle und irgendwie ist die Arena genau die Baustelle. Das heißt, ihr könnt ab sofort auch Baustellen einreichen in Pokémon Go, die dann zu Arenen werden. Hier steht man meistens an der Kreuzung und kommt nicht weiter. Und gegenüber ist hier so ein super, wie eine Werkstatt, wo es auch um Fahrräder geht. Die kann ich mir immer angucken, wenn ich an der Kreuzung stehe. Aber hier müsste jetzt eigentlich die Arena sein. Hier war nämlich eine kleine Strecke eingezeichnet, wo man rein kann. Aber ihr seht, wenn ich mich rumdrehe, hier Baustelle. Da wird gebaut, da ist ein Kran, da ist alles auf. Wir gehen mal hier um die Ecke. Da geht es nämlich ein Stück zum Wald. Suchen uns ein schattiges Plätzchen und dann sagen wir euch, wen wir alles einladen. Wer alles dabei ist, wer mitmacht. Naja, das sieht aber komisch aus. Was ich aber auch noch sehe, jedes Mal, wenn ich hier an der Kreuzung stehe, ist dieses Gebäude, das aussieht wie das Michael Myers Haus. Wo ich jedes Mal sage zum Naturin, da müssen wir mal rein. Da müssen wir mal drin übernachten. Jetzt, wo die Bäume, im Winter sah das irgendwie zugänglicher aus. Jetzt grünen die Bäume, alles sprießt. Da siehst du kaum noch den Eingang hier vorne. Aber das fände ich auch interessant, da mal rein und da mal drin zu übernachten. So, jetzt seht ihr nochmal, war eigentlich ein Weg. Hier konnte man eigentlich mal durchlaufen, jetzt halt so nicht. Das ist Baustelle. Hier haben wir uns jetzt verkrochen. Hier müssen wir jetzt den Raid machen und mir fällt wieder nur eins ein. Das ist Mining. Guckt ihr es an. Das ist Mining und das ist Mining 2. So, ich habe euch jetzt hier an den Zaun gehangen. Ich möchte mal ganz kurz hier rein und zeigen, 4 Sterne und Regigigas. Na gut, ich habe jetzt nur Regi eingegeben. Regirock 100er, Regieis 100er, Regi-Stil 100er und 4 100%ige Regigigas. Eins ist sogar auf Level 50 gemaxt. Eigentlich habe ich also keinen Bedarf an Regigigas, aber vielleicht kommt ja noch ein Shundo, also Shando, Shiny 100er. Das nimmt man also mit. Ansonsten könnte ich vielleicht ein zweites maxen für die Sammlung. Kann man ja mal machen. Wen nehmen wir jetzt mit? Was braucht man überhaupt? Ich habe eine Konda-Grafik geteilt. Das Ding ist vom Typ normal, deswegen ist es ja so nutzlos. Man macht nichts mit. Aber man nimmt am besten Kampf-Pokémon. Hier steht Terrakium, hier steht Mega. Platziken, kennt ihr doch alle. Gewaltroh, Zumpex, wie heißt der Rote? Ich war heute schon in der Polizeikontrolle, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Meistergriff, Lucario, Maromai ist noch da, sogar Viridium ist da. Ja, ich habe den Namen vergessen. Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare, helft mir mal auf die Sprünge, bildet mich weiter. Dann haben wir jetzt ja gerade gepostet und wen nehmen wir alles mit? Schauen wir mal hier rein. Shenaya, Badhead, Matze, Hikaru, gelber Deadpool, Poge 5 irgendwas, Henry Niki, Schäfe 24. Da mache ich mir noch ein Herzchen dran. Und in einer Minute geht es eigentlich los, weil 40 wollte ich einladen. Jetzt muss ich mir den Schäfe noch aufschreiben, der stand eben nämlich noch nicht da. So, jetzt steht er da. Jetzt habe ich alle eingespeichert.
kann hier auf den Raid gehen. Dann seht ihr den auch mal groß. Das ist der tägliche Pass. Stolpersteine habe ich auch nicht gesehen. Da ist kein Bürgersteig. Hier ist nur Dreck. Keine Ahnung, ob das hier wirklich anliegt. In einer Minute gehen wir rein, werfen den Pass und schauen mal, ob ein Shiny dabei ist, ob ein Gutes dabei ist bei euch. Alle, die jetzt hier mitmachen, können ja dann immer ihre Ausbeute unter das Video schreiben. So, es ist 40. Wir werfen den Pass ein. Und laden. Jetzt müssen wir mal gucken hier, dass das passt. Wir laden ein Badhead, Gelber, Deadpool, Hikaru, Shenaya, Matze. Und auf dem anderen Account habe ich mir den Deadpool auch mal gespeichert. Poge Niki. Achso, der war ja gar nicht dabei. Poge 5 irgendwas. Henry Niki. Chefe 24. Man hätte sogar noch zwei Plätze frei, wo wir random noch einladen können. Ich guck mal, wer online ist. Ob vielleicht spontan noch einer kommt. Andy Project und Bier Shanga. Das waren die zwei ersten, die oben mit angezeigt wurden. Da habe ich jetzt auch mal eingeladen. Hier möchte es Mega Simsala. Vielleicht, weil der ja auch einen Kampfmove bekommen hat am Z-Day. Ansonsten haben wir hier Terrakium, Maromai. Okay, ja auch Maromai. Terrakium, Hariyama, Mewtwo, Maromai. Ich gebe jetzt einfach mal direkt Kampf ein. Und schau mal, was es uns anzeigt. Als höchste WP, höchste Kampf-Pokémon. Ja, Matze ist schon mal ganz gut vorne dran. Dann haben wir hier lauter Machomais, aber statt die normalen Machomais könnten wir ja Krypto-Machomais nehmen. Und ein Shiny Krypto als letztes, dass wir wissen, das ist das letzte Pokémon. Falls das 6er-Team zu Ende ist, wisst ihr, wenn das Shiny kommt, dann sieht es schlecht aus. Rest lassen wir mal dort. Blattentiers ist auch dabei, Linus ist dabei, sehe ich hier noch. Gucken, wen wir noch finden. Andy Project ist reingekommen durch die spontane Einladung. Mit Andy Project bin ich übrigens auch Glücksfreund geworden die Tage. Hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Wenn er sich jetzt melden würde, müsste er einen Termin in 2 Wochen kriegen für einen Glückstausch. Aber ich habe gesehen, morgen steht Baloo drin. Und Baloo hat seinen Glückstausch vorgezogen, als ich mal was frei hatte, weil einer abgesprungen ist. Ich könnte also morgen statt Baloo jemanden dazwischen schieben. Die, die Termine haben, haben ja eh Termine. Vielleicht möchte Andy Project, vielleicht sieht er dieses Video und schreibt mir, ey Ramses, komm, wir machen unseren Glückstausch. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, falls ihr auch Glücksfreund seid und noch keinen Termin habt, schreibt mir einfach, sagt mir Bescheid, schreibt mich halt privat mal an. Ich verliere sonst einfach den Überblick. Beim Samyang ist es ja auch, da kriegt auch immer mehr Glücksfreunde. Da blicke ich auch nicht durch, da renne ich keinem hinterher, da gucke ich immer, wer sich meldet. Der kann vielleicht spontan tauschen bei Samyang, der hat keine Termine. Aber beim Hauptaccount, verdammt nochmal, muss ich leider immer Termine vergeben. Jetzt sehe ich, ich habe zwar lauter Krypto-Machomai ausgewählt, die den meisten Schaden drücken, aber haben die falschen Attacken. Er greift nämlich hier mit Ramboss an. Der hat wieder Wuchtschlag, das sieht wieder gut aus. Ansonsten habt ihr heute richtiges Baustellen-Feeling. Und richtig fettes, warmes Wetter. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Es ist doch so schön warm, wenn man mitten in der prallen Sonne steht. Aber ja, die haben heute früh auch schon im Radio dann gleich gesagt, lassen Sie sich nicht täuschen. Es weht ein kalter Wind, ein kaltes Lüftchen und es wird auch nicht warm. 7 bis 17 Grad höchstens. Und in dem Moment waren es 7 Grad und ich dachte, noch 10 dazu. Ich habe schon frühest bei 7 Grad die Leute gesehen, wie sie mit T-Shirts draußen rumgerannt sind. Ich weiß nicht, wie warm es jetzt gerade ist. Es fühlt sich auf jeden Fall brutal an, wenn du mitten in der Sonne stehst. So, drücken wir mal durch. AR-Modus. Es ist auf jeden Fall kein Shiny. 23,94. Und hier haben wir 24,48. Jetzt will ich mal ganz kurz schauen. Ach, da komme ich wieder nicht hin zum Community-Tab. Verdammt nochmal. Ich komme nicht zum Community-Tab, weil da wieder der Aufnahme-Button drüber ist. 24,48, ist das vielleicht ein gutes? Das ist zwar auf dem Samyang-Account, aber das ist deutlich besser als meins, was ich hier habe. Ich werde das dann in Ruhe fangen beim Samyang. Ich konzentriere mich jetzt mal hier auf den Haupt-Account. Da bestelle ich meine anderen Sachen weg, dass wir uns auch angucken, wie sieht der Kreis aus. Wie hoch, wie weit, wie tief muss man werfen? So, der Kreis dürfte jetzt auf einfach fabelhaft gestellt sein. Das heißt, ich warte jetzt immer nur noch, bis er angreift und werfe dann ins Ende des Angriffs, sodass er den nicht mehr abwehren kann, einfach fabelhaft. Der Kreis ist immer noch so groß. Es zählt aber schon als einfach fabelhaft.
Das heißt, ich werde nicht mehr wild curven, dass sich der Kreis verstellt. Ich werde nur curven, wenn der angreift. So wie jetzt, damit sich sein Fangkreis nicht mehr verstellt. Leider habe ich gerade zu kurz geworfen, deswegen ist das nichts geworden. Ich drücke wieder. Es ruckelt auch ein bisschen. Er greift an. Ah! Ich habe den Kreis verstellt. Jetzt war es nur gut. Dann können wir jetzt neu curven. Da müssen wir wenigstens nicht warten, bis er angreift. Wir curven einfach, bis wir denken, wir haben den perfekten Kreis und lassen dann los, um wieder einfach fabelhaft zu treffen. Verstehen Sie das, der Zuschauer, der Gebildete? So, Kreis dürfte noch sein. Kurz eine 8 gezogen, um nochmal drauf zu werfen. Am besten, die machen die Raid-Boss immer schwieriger. Mich irritiert, dass jetzt unten keine Zahl stand, aber stimmt, rechts der Ball ist ja gar nicht der Ball, der mir meine Bälle anzeigt. Rechts der Ball ist ja nur der Wechselball, dass du weißt, du kannst jetzt auch den Meisterball auswählen. Denn insgesamt habe ich jetzt noch 13 Stück hier. Jetzt habe ich meinen Kreis schon wieder vermehrt. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Und wie gefällt dir Mining so? Sehr schön, hä? Dir bestimmt alles zu groß und zu laut. Zu viel, genau. So geht's mir auch. Aber was soll man denn machen? Mein Ding ist halt, wenn es Berlin wäre, wäre es schon wieder besser. Das ist nämlich noch viel mehr. Da geht's wieder, weil da hast du ja überall, kannst du ja mit Bus und Bahn und Straßenbahn und S-Bahn, U-Bahn überall hinfahren. Aber hier brauchst du halt ein Auto in Meiningen. Und das ist halt schlimm. In Hibo hast du keins gebraucht. Konntest du alles zu Fußerei. Meining ist halt so ein Mittelding. Es ist zu groß, aber nicht groß genug. Wenn ihr versteht, was ich meine, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sind immer noch am Fang, er ist jetzt drin. Hätte noch ein paar Bälle übrig gehabt. Wir bewerten den mal, der müsste jetzt richtig, richtig schlecht sein. Das ist der zweitschlechteste, den man haben kann. 10, 11, 10. 10, 10, 10 wäre das Schlechteste. Da habt ihr gehangen. An diesem Bauzaun habt ihr gehangen. Jetzt würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Habt ihr schon einen shiny Regigigas? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr ein gutes Regigigas? Wie findet ihr das Pokémon? Polu hat sich damals mega gefreut, als wir ihn mitgenommen haben zum Raiden, weil er das Pokémon so genial findet. Ich weiß, viele werden sagen, das ist total unnütz und da haben sie gar keinen Bock drauf. Ich mache lieber das in den Raids jetzt, als die Einer- oder Dreier-Krypto-Raids. Die kriege ich auch von den Rüpeln, das brauche ich nicht. Und so nehme ich weiter Regigigas mit. Vielleicht noch ein paar Shinies, vielleicht für ein paar Glückstrades. Das ist es mir wert. Was ratet ihr die Woche? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Muttertier. Ach ja. Nennst du dich jetzt selber so, ja? Guckt euch mal an. Jetzt steht sie hier mit ihrer Lederjacke und die Sonne ist weg. Das muss was heißen. Ciao.